Guten Morgen zu Tag 7, nein, 38. Und wir sind wieder klar bei Verstand. Und jetzt schauen wir mal. Ach, das ist eine Fackel. Sind das normale Fackeln oder sind das welche zum Aufstellen? Nee. Ja, okay. Dann kannst du auch wieder eigentlich eine rausschmeißen. Wir haben ja schon eine. Wozu brauche ich so viele Fackeln? Ja. Eichhörnchen, alles okay bei dir? Ja. Ess nochmal was. Ein paar Kekse. Dann können wir nochmal hier das Getreide schnell abernten. Ach, unsere Sense war ja auch hier noch irgendwo rumgelegen eigentlich. Komisch, weil... Die habe ich jetzt nicht gesehen. Die war doch eigentlich bei unserer Insel da gelegen, dachte ich. Oder wir haben sie irgendwo anders rausgeschmissen. Aber wir haben auch nicht... Ja, so ein bisschen Platz haben wir noch. Weil das dauert hier dann immer, also hier doppelt so lange. Ach nur. Ja, so schlimm ist auch nicht. So, die Körner nochmal rausschütteln. Ja, und die nehmen wir dann einfach mit. Haben wir nicht. Wir hatten doch hier noch irgendwie Mehl, ne? Ja. Dann lass uns doch nochmal schnell ein Brot backen, ruhig. Weil da haben wir noch Wasser, müssen wir eh was trinken. Ja, und dann würde ich sagen, reißen wir ab, ne? Ich meine, ich könnte euch jetzt noch fragen, Leute, hier mit denen, was wollen wir noch machen? Mit dem. Mit den komischen Schätzen. Aber wie gesagt, da passiert ja eh nicht viel hier. Also, ich habe es ja versucht. Ja. Und mit der komischen Truhe. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ich muss mich gleich mal umsetzen. Ich sitze voll scheiße da. So. Das geht nicht. Ja, ich bin noch am Feuer. Warte mal, ich setze mich mal um. Jetzt wollte ich gleich mal gucken. Lufttrank, genau, tauchen. Okay, brauche ich das vielleicht? Irgendwie Truhe? Aber ich bin ja da ewig lang getaucht. Das kann nicht sein. Trank der Hass. Bewegungsgang. Okay, das war auch gut. Das ist cool. Und Sterblichkeitstrank. Halbe Minute unsterblich. Ach komm, jetzt hier. Brat das auch nochmal, bitte. Nämlich genau. Super. Genau, dann noch der Heiltrank. Ja, ja, passt alles. Das Giftzeugs da. Ist noch Baumwolle, ne? Ah, ist auch wohl leer. Dann können wir ja nochmal oben gucken, ob noch diese anderen letzten Pfeile dort liegen. Und ich kann auch nochmal schnell gucken, ob meine Dings da irgendwo liegt. Meine Sense. Hatte ich eigentlich da hinten irgendwo abgelegt. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall kann ich mich jetzt hier echt wieder ruhig bewegen. Ich weiß zwar, wie gesagt, da ist noch irgendwo ein Dino, aber das stört mich ja nicht. Solange der mich nicht angreift. Ich bin trotzdem mal lieber so lang. Und ich habe ja alle 10, ne? Ja, habe ich. Also, wie die sich, ob das hier diese großen Bäume sind, ob das, wo die herkommen. Aber da müssten ja eigentlich dann auch so Nüsse oder so abfallen, wenn das wirklich so Nussbäume wären. Pass auf, gleich sterben wir wegen irgendeinem Affen. Ich konnte doch hier eigentlich nicht alle einsammeln. Ja, die sind aber mittlerweile weg. Wahrscheinlich ist unsere Sense eigentlich auch mittlerweile weg. Aber das dürfte eigentlich nicht sein. Also, dass so Nahrungsdinger und so weggehen, das kann ich ja verstehen. Aber eigentlich müssten solche Sachen müssten eigentlich liegen bleiben. Wir müssen nochmal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich lang gehe, weil ich will nochmal gucken, ob unsere Sense da irgendwo ist. Aussichtspunkt. Ah ja, klar, da hinten runter zu dieser Brutstätte. Ich will auch jetzt nicht irgendwie doof langlaufen, wo mir der Dino eventuell begegnen könnte. Was ist das denn da? Ah, das ist ein Busch. In komisch 2D. Das sah gerade merkwürdig aus, wie so ein See. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum die sich so viel vermehrt haben. Sehr interessant. Aber gut, wenn man halt mal, sagen wir mal, ziemlich am Arsch wäre, auf irgendeiner Insel und da wären Eichhörnchen, und weiß, dass die sich anscheinend irgendwie ganz komisch vermehren.
Und das würde heißen, dass man halt dann auch was zu essen hätte im Notfall. Ich meine, an so einem Eichhörnchen ist nicht viel dran, ja, aber ja, Notfall ist Notfall halt. Schauen wir hier nochmal kurz, ob hier irgendwo diese Sense liegt. Ich hatte doch die hier irgendwo rausgeschmissen. Hier, das war der, hier hatte ich ja dann das irgendwo abgeerntet. Hier ist auch nochmal so ein Stein. Oh, Pilze. Oh, die nehmen wir noch alle mit. Können wir gleich noch was hier essen. Uah, Pilze. Hier war nämlich das Getreide gestanden, wenn es mich nicht täuscht. Aber vielleicht ist die echt verschwunden. Naja, wir bauen uns einfach mal eine neue dann. Keine Ahnung. Gut, ich sitze jetzt irgendwie schon wieder scheiße da. Also, ja, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Endpunkt, hä, Leute? Was? 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 Wieso ist der hier? Was? Ach, ist das hier die komische Stelle gewesen, wo der sich lang gebackt hat? Das kann sein. War das nicht hier die Stelle sogar? Scheiße, warum bin ich jetzt hier? Hä? Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Ach, das war hier draußen. Stimmt, das war hier draußen. Ja, ich bin gerade falsch gelaufen. Ich wollte eigentlich nur... Ich bin... falsch gelaufen. Ja, das stimmt, das ist seine Stelle. Nee, dich lassen wir doch leben. Sorry. Boah, der hat uns verletzt. Ess mal ein paar Pilze. Ja, großer Pilz. Genau. Gut, ja, dich lassen wir in Ruhe. Es sind zwar noch ein paar Braunpilze, aber ist jetzt mir egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte mir, hä, was? Wieso kommt jetzt da schon wieder eine an? Oh, scheiße, ey. So. Ich glaube, jetzt können wir... Was? Ja, ja, der rennt immer noch da hinten rum. Gut, dann können wir hier hoch. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Ein bisschen Abstand halten. Da! Siehst du, super. Sense. Ja, klasse. Okay, dann haben wir die jetzt auch gefunden. Das war ja eigentlich meine Intention. Und da liegt noch die Machete. Sehr schön, dann bleiben die nämlich echt liegen. Nehmen wir ruhig auch mit. Kann man ja alles mal gebrauchen vielleicht. Und da sind noch Pilze, aber ich... Ah, das sind Giftpilze, oder? Nee, Zwergenhut. Aber Zwergenhut ist doch giftig, oder? Oder? Hm? Ich weiß nicht, ob ein Zwergenhut giftig ist, aber es sieht irgendwie nicht so gesund aus. So, können wir hier nochmal schnell einen Schluck trinken? Zwergenhut. Also ich wüsste nicht, dass man irgendwie im Geschäft Zwergenhut kaufen kann. Oder dass es einen Zwergenhut-Eintopf gibt. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so gut. Ja. So, jetzt müssen wir noch irgendwie ein bisschen noch mal was essen, damit wir so komplett mal auch geheilt sind. Dann gehen wir schon mal da drüber. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ich weiß, dass es auch noch eine Insel ist. Kann sein, dass es jetzt die nächste ist. Eine Insel gab es auch mit Eingeborenen. Die uns auch nicht ganz so nett gesinnt waren, glaube ich. Hm. Schauen wir dann mal. So, dann... ja. Ja, nee, Zwergenhut bestimmt nicht. Ich will eigentlich da so vollends geheilt hingehen. Nicht, dass da irgendwas gleich am Anfang passiert. So, machen wir so, das passt schon. Gut, Leute, dann speichere ich jetzt hier nochmal kurz vorsichtshalber ab. Und dann reisen wir weiter. Was dann bestimmt, denke ich mal, ein neuer Part ist. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr richtig auf die Uhr geschaut. Ja, dann sehen wir uns. Oder wie gesagt, ich reise jetzt schon mal und dann schauen, vielleicht kann ich da das dann dabei auch rausschneiden oder ich schneide es hier raus. Ich speichere jetzt auf jeden Fall nochmal ab. So, jetzt schauen wir mal, wie das jetzt hier funktioniert. Ich glaube... Was? Ach, das war gerade so komisch. Boah,
weil ich hier vor in diesem hellen Licht stehe. Okay. Ja, dann, Abmarsch, ne? Geil, mit unserem Goldbogen. Ist halt schon cool irgendwie. Ja, bis dahin. Tschüss.